Es geht los, oder? Was soll ich sagen? Hallo Freunde, hallo Autoliebhaber. Ich habe heute die Ehre, euch unser neues Projekt vorzustellen. Ich bin mega aufgeregt. Ich hätte mir niemals überhaupt ansatzweise erträumen können, so ein Auto zu besitzen, zu fahren, bauen zu können, weil es im Endeffekt ja auch ein Projekt ist, ne? Das heißt, das, was ich euch jetzt gleich zeige, ist erst der Anfang von etwas sehr, sehr Großem, wo ihr immer ganz nah mit dabei seid und ja, sag ich mal, schon auch mitbestimmen könnt. Das heißt, ihr werdet gut mit eingebunden hier. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin das russische BMW-Mädchen mit dem schwedischen Namen Inga. Mich kennt man wahrscheinlich schon von meinem E36 von 2,5 cm Bodenfreiheit. Also der ist rotzetief und heute steht etwas ganz, ganz Neues an, das man von mir wahrscheinlich auch nicht erwartet hätte, weil ich vom Style her eigentlich ganz woanders bin. Bei mir war Stance immer angesagt, aber heute darf ich euch endlich meine neue Vision vorstellen. Ich will euch jetzt auch nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ihr seht, ich habe hier extra eine saucoole Abdeckung geholt für, keine Ahnung, 400 Euro, die ich dann auch wieder zurückschicken werde, auf jeden Fall nach dem Video. Aber ich fand einfach, keine Ahnung, das ist so special für mich, dass es hier einfach sein musste. You know what I mean? Da ich sehr, sehr schlaue Menschen in meiner Community habe, überwiegend, mindestens 99,9% von euch sind super, super schlau, werdet ihr wahrscheinlich schon ungefähr an der Silhouette erkennen, worum es sich hier handelt. Aber ich mach's halt gerne spannend. Ich kann das gut nicht. Ziehen wir den jetzt ab. Wollt ihr den sehen? Dann let's go. Okay, I pull up high spot, right in front to where the venue was. Every time I look at her, she feel like I'm the only one. Only thing I care about is living life the best I could. Only wanna smoke and stay productive till the day is done. Pull up to my day ones, kicking shit like day one. Then I play her favorite song, she think we can get along. I ain't got no beef with bones, but I'd rather roll a strong. She ain't tryna prolong, she get to the pro alone. Pull up to my block quick, pop out then I dip. At first I told her no, but now I think I'll have a sip. Ever since I got my money right, I'm smiling like the Grinch. And I don't give a fuck about no sucker nigga shit. I'ma pull up screaming, don't get no fucking, that is it. I show up doing 540, shake it. Es handelt sich um den M3 G80 Competition. Ja, für mich ein riesiger, riesiger Schritt, denn mein BMW hat 150 PS und der hier sage und schreibe 510. Klingt lecker. Ich bin kein kompletter Autoprofi, ja. Ihr kennt euch bestimmt besser aus, als ich es tue. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass das hier ein S58 rein Sechszylinder ist. Wir bleiben den Sechszylindern treu. BMW-Mädchen bleibt BMW-Mädchen. Dann laufen wir mal kurz hier rum. Denn ich zeige euch jetzt so ein bisschen, was bereits dran ist, was nicht Stock ist. Und zwar haben wir hier ein paar M-Performance-Parts. Den Grill finde ich super, super nice. Ohne Scheiß. Ich war sehr, sehr happy, dass er schon drauf war. Wenn er nicht dran gewesen wäre, hätte ich ihn sowieso dann halt auch früher oder später dran gemacht. Die Performance-Lippe ist hier am Start. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, die, was ist das? Flaps? Flügel? Nee, was sind das? Die waren so Skukur. Flaps? Ah ja, Kangnats. Ich habe hier ein paar Kangnats auch noch am Start, aber die bleiben nicht. Das folgt in den nächsten Videos auf jeden Fall. Ihr hört schon, er geht auf. Ich leake euch jetzt die Farbe, die davor drauf war. Wem es vielleicht schon aufgefallen ist, der Hobel ist bereits foliert. Deshalb war der einfach wirklich 2 Wochen lang weg und das war für mich die schwierigste Zeit meines Lebens. Ich konnte es nicht fahren, ich konnte es nicht genießen, aber ich finde es cool. Es lässt sich auf jeden Fall gut ansehen. Vorher war er nämlich, wenn die Tür aufgehen würde, in diesem wunderschönen Grün. Und im Nachhinein denke ich mir, Alter, ist das eine geile Farbe. Meine Schwester und meine Mama haben gesagt, ey, Inga, ich hätte ihn genauso gelassen, wenn ich mir ein Auto holen würde, neu, dann würde ich es genau in dieser Autofarbe machen. Und da gebe ich denen absolut recht, aber ich liebe Veränderungen, es passt einfach, es ist super stimmig. Dadurch kommen die ganzen Carbon-Parts, die ganzen schwarzen Elemente nochmal super zur Geltung. Ich liebe es total, ich feiere das unendlich hart. Die Folierung innen wird aber auf jeden Fall noch nachgeholt, weil es hat zeitlich nicht gepasst. Ich bin nämlich bald im Urlaub und ich wollte dieses Reveal euch nicht enthalten. Ich schneide das Video jetzt gerade quasi im Urlaub, damit ich euch das endlich hier zeigen kann. Was am allermeisten auffällt, ja, das ist mein Festmaltisch auf jeden Fall für die Queen.
Ja, hier werde ich ganz viele Stunden verbringen, auf dem ich schlemmerhafte Schlemmergerichte in mich reinfahren werde. Aber ich feiere das total. Das Projekt wird ja ein ganz anderes im Gegensatz zum E36. Nämlich, das wird etwas Performance- und Track-orientierter werden. Das ein oder andere Mal wird es auch auf jeden Fall auf der Strecke bewegt, ne? Aber das folgt irgendwann noch. Mal gucken, ob ich das Ding nicht vorher gegen die Wand fahre. Carbon-Heck-Diffuser feiere ich auch mega. Hier haben wir auch noch ein süßes Carbon-Part. Das Auto hat eine Vollausstattung. Es hat alles, außer diese eine Sache, und das ist das Volllederpaket, was aber ziemlich, ziemlich schlau ist, denn das erzeugt halt einfach ein gewisses Gewichtsersparnis. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt mal einzusteigen, weil ich habe das Ding noch gar nicht gefahren. Könnt ihr mir bitte sagen, welcher Mensch sowas macht, ein Auto kauft, es 4 Wochen lang nicht fährt und sich die Reaktion einfach für dieses Video, damit es authentisch rüberkommt, aufspart? Bitteschön, meine Wenigkeit. Aber keine Ahnung, ich bin einfach ein Fan davon, euch bei diesen ersten großen Schritten, die ich hier jetzt mit dem Auto erlebe, oder ersten großen Momenten eher gesagt, euch mitzunehmen. Ich glaube, das wird krass, oder? Dann gehen wir mal rein und dann zeige ich euch noch ein bisschen den Innenraum. Weil der fetzt auch. Der ist auch super. Puh, aufregend. Boom. Anschnallen nicht vergessen. Ich glaube, ich sitze hier noch ein bisschen zu zwergig drin. Kann man ja alles einstellen hier. Wofür hat man einen M3, wenn man das nicht an den Fahrer anpassen kann? Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie man das fährt jetzt. Ich bin so aufgeregt. Okay, okay. Also wir sind hier jetzt gerade auf einem Parkhaus und natürlich muss ich da erstmal irgendwie rauskommen, ohne die ganze Karre zu zerschrabbeln. Aber Fahrgefühl erstmal mächtig, ne? Ich habe es beim Rennenfahren gelernt mit den Daumen. Krass, ne? Guck, so muss man lenken. Schwierig jetzt, ganz, ganz schwierig. Oh mein Gott, ich komme hier niemals raus. Also Friends, wie ihr seht, bevor ich losfahre, Innenraum ist weiß und ich feiere das. Die Sitze für mich auch was ganz, ganz Neues. Die fühlen sich ja sowas von sportlich an. Also man wird hier quasi festgeklebt. Richtig geil. Irgendwas wollte ich noch fragen, aber es war wahrscheinlich eine dumme Frage. Deswegen fahre ich jetzt einfach lieber. Aber wollen wir nicht auf irgendwie eine lange Gerade so ein bisschen zum Durchtreten? Da sehe ich auch schon einen Kreisel, der muss auch ausprobiert werden. Nein, Spaß. Mann, endlich. Ich habe so lange gewartet, um euch jetzt mal einen ganz komischen Vergleich zu bieten. Das fühlt sich jetzt gerade an, als hätte man einen Höhepunkt einfach extrem lange hinausgezögert und umso geiler ist es jetzt. Ich habe wochenlang darauf gewartet, ein Auto, das man sich holt, auch endlich mal fahren zu können. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob ich das vielleicht bereue, ob das jetzt so eine krasse Reaktion ist, weil ich bin gerade zu konzentriert, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ich bin gerade zu sehr in mir drin, als dass ich jetzt irgendwie Freudenschrei rauslassen könnte. Aber ich habe halt das Gefühl, als wäre ich zu klein für dieses Auto. Ich fahre hier gerade so ein Kolossum, das irgendwie eigentlich gar nicht für mich bestimmt ist. Das erste Mal Vollgas geben. Oh, okay. Ah, da ist eine Kurve. Nee, ich kann das nicht. Die muss ganz gerade sein, bitte, sonst schaffe ich das nicht. Das hat sich schlimm geil angefühlt. Okay. Ist er ausgebrochen gerade? Nee, oder? Oh mein Gott! Okay, okay, okay. Hey, muss ich bremsen? Oh jo! Ja, geil! Oh nein, ich glaube, das sind zu viele PS für mich. Ich glaube, ich komme damit nicht klar. Werde ich mich schnell dran gewöhnen? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Alter! Oh, Angst und Freudenschweiß zugleich. Was ist das? Alter, ich muss mich kurz beruhigen. Was ich immer vergesse, ist es zu atmen. Deswegen ist mir auf der Rennstrecke auch immer so schlecht. Leute, ich habe gerade meinen ersten Daumen hoch bekommen. Von 3 sehr netten Herren an der Bushaltestelle. Die denken sich aber auch so, ah, die Alte mit Papas Geld hier im M3 Competition, ne, am Flexen. Nee, dem ist nicht so. Und bevor die ganzen Fragen jetzt reinkommen, wie ich mir das überhaupt leisten kann. Im Endeffekt ist es wie eine Art Werkzeug für mich, denn ich habe das große Glück, Content Creatorin zu sein. Das heißt, Leute interessieren sich
warum auch immer, für meinen Content. Im Endeffekt verdiene ich mehr an dem Auto, als ich ausgebe. Das ist mein großes Glück, weshalb ich das jetzt überhaupt fahren kann. Ich fühle mich einfach gesegnet, wirklich. Es ist insane.